Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. In den letzten Monaten hört man ja immer mehr von Menschen, die viral erkrankt sind, und nach Genesung hört man das Wort Long-Covid. Später, wenn es länger geht, hört man plötzlich von Post-Covid, aber man hört das nicht nur von Covid, man hört das eben auch bei Herpes, bei EBV und bei Epstein-Barr und. Dass es diese Long- und Posterkrankungen gibt. Und was das jetzt ganz genau bedeutet, das möchte ich heute mal klären in einer Diskussion mit dem Arzt, das ist der Dr. Med. Kurt Mosetter, der hier heute da ist. Und ich bin gespannt, was er uns alles dazu erzählen hat. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Lieber Dr. Med. Kurt Mosetter, willkommen. Post habe ich eigentlich noch nie gehört. Long hört man ständig. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Long und Post? Also es gibt so in der Klassifikation S1-Leitlinien, das ist ein Agreement von allen Ärzten, wie man das behandelt. Also es gibt Corona-Infektionen und dann gibt es solche, die sind eigentlich nach 2 Wochen vorbei oder nach 4. Mhm. Dann gibt es solche, die dauern länger, das ist eigentlich ein Long-Covid. Und in der Definition geht es so bis 12 Wochen. Mhm. Und dann gibt es aber Menschen, die entwickeln ein Post-Covid, also alles nach 3 Monaten. Da gibt es 2 Gruppen. Die eine, die sind krank, gehen in den Long-Covid und gehen dann eigentlich in den Post-Covid über, wo noch andere Symptome dazukommen, wie Fatigue-Syndrom. Was heißt das? Fatigue, man ist todmüde, ja. Man ist müde, man ist antriebsschwach, man schläft schlecht, also schlechter Schlaf. Man hat Muskel-, Faszienschmerzen. Einige Menschen haben Atemnot, obwohl kein Virus mehr nachweisbar ist aktiv. Und einige Menschen haben dann tatsächlich auch Nervenschmerzen. Einige haben so Schwäche. Das heißt, eine breite Symptomatologie, die nicht primär nur entsteht, sondern später kommt. Und deshalb wäre das wie ein Postinfektionssyndrom. Ist aber zum Beispiel eine reine Herpesinfektion zum Beispiel, wo immer und immer wieder kommt und geht, ist letztendlich dann auch eine Post-Herpes-Infektion, genau. Oder? Deshalb ist dieses Post-Covid nichts Neues. Mhm. Und das Fatigue, das Müdigkeitssyndrom auch nicht. Wir kennen das von SARS, also da gab es schon viele Fälle, von MERS, das Middle East, dann aber auch bei Ebola und bei allen DNA-Viren. Bei Herpesinfektionen gibt es eine akute und dann schwingt die ab und dann kommt sie wieder. Beim Epstein-Barr-Virus ist das häufig, bei Enteroviren, bei Varicella-Zoster-Virus weiß man, es gibt einen akuten Infekt, meinetwegen Lymphknoten geschwollen, bei Epstein-Barr und dann ist vorbei. Aber einige entwickeln dann ein pfeifersches Drüsenfieber. Das wäre, die Leber schwillt an, die Leberwerte steigen an, man wird müde. Bei einigen heilt es aus, aber bei einigen verschwindet die akute Infektion und später kriegen sie eine MS. Oder eine Autoimmunerkrankung. Ups. Das bedeutet, es gibt eben Postinfektionssyndrome, die dann sogenannte Autoimmunerkrankungen auslösen. Und deshalb ist es nichts Neues auf Corona bezogen, sondern es ist was Altbekanntes. Und es gibt sehr viele Menschen, die leiden am Postinfektionssyndrom. Die können auch eine Depression entwickeln, haben aber eigentlich eine Epstein-Barr oder eine Varicella-Zoster-Erkrankung. Oder sie haben Neuralgie und Migräne. Und das ist dann häufig aus Varicella-Zoster, also das Windpockenvirus. Zusammenfassend. So bin ich da reingeschlittert. Mein Papa hat ja eine Autoimmunerkrankung als Diagnose gehabt, Multiple Sklerose. Deshalb bin ich letztendlich in der Medizin gelandet. Und deshalb kennen wir die Postinfektionssyndrome im Kontext Multiple Sklerose schon lange. Und der Dietrich Klinghardt schreibt seine Bücher und Protokolle schon vor 30 Jahren da dazu. Aber viele Menschen wurden beim Arzt eigentlich zu wenig verstanden. Denn er hat gesagt, ja, da ist nichts mehr, das Virus ist weg. Und dann wurden viele Menschen eigentlich behandelt auf ihre Psyche. Aber es ist eben nicht nur psychisch, sondern das schlafende Epstein-Barr oder das schlafende Herpesvirus oder schlafende Enteroviren, auch im Darm, die können den Mensch richtig krank machen. Deshalb kann man die behandeln. Und zwar helfen wir den Menschen, dass ihre Immunkompetenz hochfährt. Die gestaltet sich aus dem Darm. Die Darmflora und das Mikrobiom im Darm hat einen Zwilling in der Lunge. Und hat einen Zwilling hier im Mund-Nase-Rache-Raum. Und jetzt können wir eben feststellen,
was der Körper braucht, um diese Viren im Griff zu halten. Angenommen, wir sind gesund, Reparaturwerkzeugkasten gefüllt, schwillen die Lymphknoten 3 Tage an, dann ist vorbei. Aber wenn der Reparaturwerkzeugkasten nicht gefüllt ist, schafft das Immunsystem nicht, das Ding in den Griff zu kriegen. Dann leiden die Mitochondrien. Die Mitochondrien müssen eigentlich Energie erzeugen. Das machen sie bei den meisten Menschen. Aber wenn jetzt ein Virus irgendwo schwelt, EBV-Virus oder Herpesvirus, dann wäre die Mitochondrien umbaut in ein Kriegsschiff. Und die versuchen mit freien Radikalen das Virus zu töten. Wenn das aber immer schwelt, bleiben die an der Front stecken, dann fehlt die Energie. Also ist doch völlig klar, ich muss den Mitochondrien helfen, dass sie an der einen Stelle ihren Job gut erledigen und dass sie dann aus der Position wieder zurück zum Energiekraftwerk kommen und dort Reparatur machen. Und deshalb braucht es B-Vitamine, deshalb braucht es Vitamin D und K2, deshalb braucht es Mineralstoffe, deshalb braucht es natürliche antioxidative Substanzen aus der Ernährung, deshalb brauche ich eigentlich Superfood für die Mitochondrien. NAD aus dem Darm möglichst oder dann NADH oder Coenzym Q10 oder kurzkettige Fettsäure, Butyrat, Propionat. Wir müssen also was tun, den Körper zu stärken, dass er das problemvoll in den Griff kriegt. Aber wir können nicht einfach mit Cortison runterfahren und wir können auch nicht mit dem Antidepressiva hoffen, dass es besser wird, sondern wir haben ganz gezieltes Vorgehen. Wir untersuchen den Darm, wir untersuchen die Leber, wir untersuchen den Stoffwechsel, wir untersuchen die Mineralstoffe, wir stellen die Ernährung um und eine Front vom Immunsystem entsteht, wenn zu viel Entzündung über den Stoffwechsel unterwegs ist. Also weg mit Zucker, weg mit kurzkettigen Kohlenhydrate, hin zu der Fettverbrennung. Mhm. Und so können wir den Menschen wirklich helfen. Heißt das auch, dass wahrscheinlich Leute, die immer wieder Herpesausbrüche haben, immer wieder mal ein pfeifisches Drüsen kommt, dass die auch einen Zusammenhang haben, zum Beispiel mit Stress? Ja, das heißt, im Stress entsteht ein Open Window. Das heißt, der Stress mit Stresshormone, der sagt dem Immunsystem, im Moment halten wir dich eher an der kurzen Leine, wir brauchen dich später wieder. Also ein kurzer Stress geht, aber wenn der Stress chronisch wird, dann geht das Immunsystem in den Keller und dann ist klar, dass sozusagen ein Herpesvirus oder ein Epstein-Barr-Virus wieder aufpoppt oder dass man anfällig wird für eine andere Infektion oder auch Physical Exercise Stress, wenn man eine verrückte Fahrradtour macht und sich erschöpft oder eine Skitour und sich erschöpft und dann neigt man viel mehr dazu, am nächsten Tag krank zu werden, sich zu verkühlen und eine Viruskrankheit zu erkriegen. Und der Virus ist dann nicht draußen auf dem Berg, der steckt in uns und bricht dann aus. Mhm. Deshalb Stress unterdrückt das Immunsystem, chronischer Stress. Und deshalb müssen wir alles tun, um den Stress loszuwerden. Das wäre eigentlich Psychoneuroimmunologie. Wie entstresse ich mich? Über Meditation, über Gebet, über Spazieren, über Musik, über Umgangskultur, über Achtsamkeit, über Mindfulness, aber auch über eine gesunde Ernährung, aber auch über den Reparaturwerkzeugkasten, den man wieder auffüllen kann. Und viele Menschen in dem Stress haben dann schwache Mitochondrien oder einen Aminosäuremangel. Und dann muss man einfach auffüllen und supplementieren. Ich hatte kürzlich den Professor Alexander Rondek aus München hier. Er hat mir da irgendeine Studie, glaube ich, von irgendeiner Universität in Deutschland noch genannt, die sagen, dass sehr viele Long- oder Postversionen, die wir heute haben, eigentlich ein Wiederausbruch ist von Epstein-Barr. Alle Patienten, die wir in unserem Praxisbefund in dem Netzwerk haben, alle ohne Ausnahme, haben in dem Post-Covid eine dramatisch erhöhte Teilaktivierung von Epstein-Barr. Eine dramatisch erhöhte Teilaktivierung von Herpesviren oder vom Varicella-Zoster-Virus. Und die hohe Aktivierung von Varicella-Zoster, die machen entweder eine Gürtelrose oder sie machen eine Neuralgie oder sie machen chronischen Schmerz oder sie gehen an den Geschmack, Geruch, Auge und Ohr oder sie machen uns todmüd oder sie gehen ans Gehirn. Also es sind neurotrope Viren. Und bei allen Patienten sehen wir das und dann muss ich halt was tun, dass man das wieder in den Griff kriegt.
Und es geht dann über die Stärkung von der körpereigenen natürlichen Immunität. Und das haben wir in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich umsetzen können, im großen Netzwerk. Aber das können wir jetzt wieder umsetzen. Deshalb ist das nicht eine abenteuerliche, nur neue Erkrankung, sondern denen Menschen kann man helfen und denen Menschen muss man helfen. Und wenn man sie einfach nur abwartet, wird es nicht besser. Physiotherapie, Training, moderates Training, Muskelfaszien-Längentraining, Galileo-Training, ein breites Sortiment, die Menschen wieder intakt zu bringen. Und jetzt gilt so ein Grundsatz, der heißt Chrono-Exercise und Chrono-Nutrition, den inneren Rhythmus wiederfinden mit moderater sportlicher Aktivität, frischer Luft raus, mit moderatem, gesunder Ernährung und so wenig wie möglich Sabotage. Der Professor Spitz sagt schön, wenig Sabotage und dafür, auch das sehen wir bei den Menschen, die haben meistens einen ultra niedrigen Vitamin D-K2-Spiegel, auch da muss man dann für die natürliche Immunität auffüllen. Also eigentlich ist es ja logisch, dass man nach einer solchen Erkrankung letztendlich in eine Long- oder Postversion kommt, weil wir doch fast alle irgendwo Träger sind vom Herpesvirus oder eben auch vom Epstein-Barr. Also wenn man die Daten jetzt nimmt, dann gibt es große Arbeit aus den USA und aus China, die sagen, dass 30% in so ein Post-Covid übergehen, mit denen klassische Symptome, also Herz, Perikard-Probleme, Atemprobleme, also das meiste der Brain Fog, dann dieses Fatigue-Syndrom, dann tatsächlich auch sozusagen so ein Erschlagenheitsgefühl in den Muskeln mit Schmerz und neuropathisches Syndrom, also 30%. Einige andere Arbeiten sagen, in dem Post-Covid sind 2-3-5%, einige sagen 10%, aber however, sehr viele leidet daran. Und wenn man das jetzt hochrechnet, sind viel zu viele Menschen, die eigentlich krank sind. Und nur Abwarte hilft nicht. Deshalb Physiotherapie, Myoreflextherapie, manuelle Therapieverfahren, Akupunktur, alles, was es gibt, hilft dem Körper wieder in die Regulationsfähigkeit zu kommen. Es ist wie eine Regulationsstarre und jetzt hilft man ihm dahin. Aber die wäre das nur schaffen, wenn ich den Reparaturwerkzeugkasten auffülle. Wenn der leer ist, und die Sportmacher, tut ihnen alles weh, dann wäre sie zurückgeworfen. Deshalb muss das Hand in Hand gehen. Mhm. Und, das hat man auch gesehen, in Post-Covid ist die Schlafarchitektur verändert. Die Qualität vom Schlaf wird schlechter. Aber wenn ich mich nicht erhole im Schlaf, bin ich am nächsten Tag todmüde. Also muss ich was tun für die Schlafarchitektur. Das kann man sehr schön mit Herzratenvariabilität messen. Deshalb haben wir dann auch induzierend Melatonin, Passionsfrucht, Passiflore, B-Vitamine mit im Spiel, dass man einfach die Schlafgesundheit fördert. Wenn die Schlafgesundheit wieder da ist, ist die Reparatur besser. Also eigentlich sind ja solche Leute ziemlich erschöpft. Und innerhalb der Schöpfung fehlt ja eigentlich dann sicherlich die große Motivation hier jetzt noch an der Ursache, nämlich beim Auffüllen von diesen Depots was zu tun oder sportliche Aktivitäten. Aber so wie ich es so höre, wird eigentlich niemand so richtig darauf hingewiesen, auf der Ursachenebene zu arbeiten hier, sondern wir versuchen eigentlich den Menschen im Moment auf der Wirkungsebene zu helfen. Aber solange das Thema Angst im Spiel ist, kann ja eigentlich niemand aus dieser Post-Situation rauskommen. Ne? Auch das ist wirklich schön erörtert, auch in der Leitlinie, in den S1-Leitlinien, dass klar wird, ein Teil verhält sich wie eine posttraumatische Belastungsstörung. Also das wäre eigentlich ein posttraumatischer Stress, Covid, Angst, Panik. Und ein Teil ist sozusagen aus der eigenen Not raus, wo man Angst gehabt hat ums Leben, entstanden. Und viele sagen, ja, da ist schon eine Depressivität vorhanden. Die Depressivität ist ein Teil vom chronischen Stress. Und deshalb ist das Thema Psychoneuroimmunologie hier total wichtig. Auch das Thema Psychotraumatologie. Denn in der traumatischen Situation oder in dem chronischen Stress ist das Immunsystem unterdrückt. Der Antrieb ist gehemmt. Und deshalb ist es so wichtig, den Menschen die Hand zu reichen, ihnen Hoffnung zu machen, ihnen zu helfen, wieder in die Gänge zu kommen und ihnen vor allem zu sagen, ihr könnt was tun. Trauma heißt, ich bin handlungsunfähig, ich bin hilflos und ich komme nicht weg, ich kann dem nicht entfliehen und ich kann nichts tun. Aus dem Trauma rauszukommen heißt, ihr könnt was tun,
Ihr könnt anders kochen, ihr könnt moderat Sport machen, ihr könnt die Kraft in der Dehnungsübungen zu Hause machen, im Büro, auf der Toilette, in der Küche und langsam wieder ins Leben kommen. Aber es braucht wie ein Coaching, ein Mutmacher dazu und sie wirklich auch vor der Angst zu erlösen und zu sagen, hey, das ist noch normal. Der Körper ist gerade in der Sackgasse. Das Immunsystem hat hier nicht weiter gewusst und wir helfen Ihnen jetzt, dass Ihr System in Gang kommt, wieder reguliert und dann gehen wir miteinander aus der Senke wieder raus und dann haben die Hoffnung, dann haben die einen Ausblick, dann haben die ein Engagement, dann kommt die Selbstwirksamkeit und dann kommt der eigene Mut wieder und dann kommt die Verbindung zu der inneren Ressource. Ja, da drinnen steckt es. Aber in der Hoffnungslosigkeit müssen wir Mut machen und nicht Angst. Hoffnungslosigkeit sehe ich aber auch sehr viel bei jungen Menschen, wenn es ums Thema Herpes geht. Ja. Weil immer wieder die Ausschläge bei den Lippen und tut ihnen weh, sie möchten gern schön sein, aber was macht man da? Meistens irgendwelche Salben draufschmieren oder eine Alkohollösung, mehr habe ich bisher nicht gesehen. Aber auch da wieder, die Ursache wird nicht behandelt. Die Herpesinfektionen und Epstein-Barr-Virus-Aktivierungen, die sind eigentlich wie ein Tsunami angestiegen und auch bei vielen der jungen Menschen. Und das ist jetzt die unglückliche Vergesellschaftung von zu viel Computer, zu viel Blaulicht, zu viel Handy, der Verlust vom inneren Rhythmus. Nummer zwei, die Darmgesundheit geht verloren. Nummer drei, die Umgangskultur gerät in Stocken. Der Sozialkontakt ist eigentlich unterbrochen. Und jetzt haben wir wirklich eklatante Unterversorgung an Fette, Aminosäuren, Mineralstoffe. Und solange das so ist, kommt es immer wieder. Dann macht es Angst. Und bei einigen springt es auch auf die Augen, bei einigen springt es aufs Zentralnervensystem. Und Herpes ist erstmal nicht super gefährliches. Aber wenn es immer wieder kommt, breitet sich's aus. Und der große Feind vom Herpesvirus sind B-Vitamine. Das heißt, wenn jemand sowas akut hat, dann können wir B-Vitamine injizieren, wir messen das, wir können eine hohe Dosis von Vitamin D geben, beim niederen Spiegel, das messen wir auch. Und die Menschen haben einen unmittelbaren Benefit. Ja, wirklich. Ja, deshalb bei Herpes und bei Epstein-Barr ist man nicht einfach nur hilflos ausgeliefert, man kann was tun. Also D3 und B-Komplex, genau. Also, oder spezielle B-Vitamine? B1, B2 sind fürs Nervensystem, B3 für den Energiehaushalt. Ich brauche dann auch Biotin, B6 und B12. B12 ist so das berühmteste, aber das allein reicht da noch nicht. Immerhin reicht es schon mal gegen den nitrosativen Stress. Aber das Konzept D und K2 in Kombi, das hilft da wirklich richtig gut. Und dann muss man was tun, dass der Körper selber wieder, der kann aus dem Darm sogar B-Vitamine produzieren. Vitamin K2 und Biotin, das macht der Darm, wenn er gesund ist. Aber wenn der Darm halt krank ist, dann leidet man. Und den Menschen kann man helfen, aber da braucht es Aufklärung. Und man kann das ja alles messen. Die Menschen mit der chronischen Aktivierung, Teilaktivierung, Reaktivierung von den DNA-Viren, Herpes, Epstein-Barr, Varicella, Zoster, die haben alle einen großen Mangel. Und deshalb braucht es Supplements. Auch die Omega-3-Fettsäure helfen, dem Körper mehr Spielraum zu geben. Im Spitzensport hört man es ja auch immer wieder, dass man ein Leistungssportler wegen des pfeiferischen Drüsenfiebers für Wochen oder Monate ausfällt. Ist das eben auch auf diese Mängel zurückzuführen, genau, zusammen mit Stress oder vielleicht wirklich auch ein bisschen Panik? Ja, also mit Stress und mit Unterversorgungen. Dann gab es natürlich Vereine, da muss ein Spieler spielen. Dann kriegt er halt, dann kriegt er ein Schmerzmittel oder er kriegt Cortison. Dann spielt er, aber das war ja wie gedopt. Mhm. Dann danach kommt das Open Window, dann wird man einfach krank. Deshalb für uns, also wir haben gerade einen großen Kongress gehabt, zuerst in Hamburg, dann jetzt am Wochenende in Kreuzlingen. Es gibt klare Spielregeln. Cortison, nichtsteroidale Antiphlogistika und viele Medikamente haben aber im Sportler nichts zu suchen. Wenn ich das mache, wird er kurz gepusht, aber er wird danach kränker und ich kann die nächste Verletzung kalkulieren. Deshalb ist man heute dort vorsichtiger. Heute, in den Vereinen, wo ich aktiv bin und auch in vielen Champions League-Vereinen, wird alles gemessen. Da ist ein Monitoring da von der Fettsäure, von der Aminosäure, von den Mineralstoffen im Vollblut und in der Vitamine. Dann guckt man nach der Schlafgesundheit. Man guckt, dass sie genügend Regeneration haben. Die haben drei verschiedene Proteinshakes. Und deshalb kriegt kein einziger mehr heute
ein pfeifisches Drüsenfieber oder ein Epstein-Barr oder ein Herpes. Und wenn, dann hat man sofort auf dem Radar, es kann man sein, beim niederen Eis ist man anfälliger oder meinetwegen nach dem Urlaub ist man anfälliger. Aber da hat man das alles auf dem Radar. Und unsere Botschaft möchte sein, wenn ich im Profisport junge, gesunde Leute so versorge, dass sie einfach besser sind und nicht krank wären, dann möchte man doch, dass man genau diese Kenntnisse mit Monitoring und Untersuchungen für Kinder und für Senioren umsetzt. Und das ist messbar. Das ist kein Hokuspokus. Wir raten ab von der Selbstmedikation. Wir raten aber zu, lass es uns das untersuchen. Wir gucken das an. Und das Entscheidende ist nicht take that for rest of your life, also nicht die Supplements bis ans Ende aller Tage, sondern über die Ernährung, die Darmgesundheit mit dem Superfood eigentlich attraktiver, schmackhafter zu machen, Rezepte zu geben. Und dass die Sportler eigentlich Vorbilder sind für Kinder und die Kinder dann wieder für ihren Papa. Mhm. Die Mamas sind ja sowieso die Gesundheitsministerin in der Familie. Aber das höre ich eben selten von diesen sogenannten Vorbildern, dass sie eben auch sagen, wie sie achten auf ihre Gesundheit, was sie alles tun, wie sie gecheckt und kontrolliert werden, dass ihr B-Vitamin und D3 gekontrolliert wird, höre ich nie in den Medien, gar nicht, ist kein Thema. Aber auch von vielen Ärzten höre ich keine Lösung in Bezug auf Herpes, keine Lösung in Bezug auf pfeifrisches Drüsenfieber und im Moment auch nicht in Bezug auf irgendwelche Corona-Long- oder Post-Versionen habe ich noch keine Lösung gehört. Ja, die wäre schon, also die sind schon aktiv. Also jetzt Uniklinikum Hamburg, da gibt man auch Magnesium und sogar Ribose. Mhm. Und das steht natürlich nicht in der Leitlinie, wenn man noch zu wenig Erfahrung hat. Aber da ist das schon im Spiel. Meist dran. Und auch Ribose hilft da wieder, der Mitochondrien aus dem Loch zu kommen. Da wird es schon verhandelt. Uns gibt immer mehr Netzwerke. Jetzt nehmen wir mal die Ärzte in der Paracelsus-Klinik, in der Paramed, Simon Feldhaus und das Netzwerk. Das sind überragende Leute, die haben das alles auf dem Radar. Klar. Die ganze Mannschaftsärzte haben das auf dem Radar. Und es gibt immer mehr Menschen, die haben das auf dem Radar, immer mehr Kollegen. Und das Geheimnis ist, es gibt nicht mehr den einen Arzt, der das alles kann, sondern wir brauchen gutes Miteinander. Mhm. Und auch für die Zuhörer ist so, es gibt nicht mehr einen Arzt, der das alles können muss. Sie brauchen ein Netzwerk von guten Leuten, die sie unterstützen. Und manchmal brauchen wir noch so einen FX Meyer mit dem Darm, manchmal noch einen guten Homöopath, manchmal brauchen wir jemanden mit den Mikronährstoffen, manchmal noch einen anthroposophischen wie der Viktor von Tönkes, der konstitutionell noch was findet. Und in dem Miteinander arbeiten wir auf Augenhöhe zusammen und dann wird man natürlich verantwortlich für sein eigenes Handeln. Also eine Schulung für die Lebenspflege und in dem Miteinander wird es überwindbar. Und es war natürlich auch das Problem, je weniger Zeit der Arzt hat und umso höher die Erwartungen sind, desto weniger Spielraum. Und es braucht natürlich auch die Aufklärung für die Eigeninitiative. Leider geht es nicht von heute auf morgen. Auch wenn man jetzt meinetwegen so eine chronische Epstein-Barr-Aktivierung hat, die ans Herz gehen kann oder die müde macht oder depressiv macht oder in die MS, das sind dann sekundäre Autoimmunerkrankungen, da ist man dann, macht man miteinander einen Weg, wo man die Gesundheit zurückerobert. Und deshalb also ein gutes Team, gute Physios, gute Docs, gute Coach, vielleicht ein guter Psychologe, miteinander und gute Botschafter, wie jetzt hier QS24. Danke, danke. Interessant das, was du jetzt gerade gesagt hast, war so in etwa mein Schlussplädoyer an der Award-Verleihung 2021, weil ich mir das eben auch sehr stark gewünscht habe, dass man wirklich interdisziplinär zusammenarbeitet, naturerkundlich, komplementär, integral, in Zusammenarbeit mit Schulmedizin auf Augenhöhe, um das Wohl und die bestmögliche Perspektive an einem Patienten zu vermitteln, hast du voll richtig. Danke, dass du das vorantreibst. Lass uns die letzten 2-3 Minuten noch ein anderes Thema richten. Ich habe mir mal einen Test machen lassen, eine Blutanalyse jetzt zum SARS-CoV-2-Virus. Ich habe auch hier die Auswertung bekommen mit IgG. Solche Auswertungen, die dir zeigen, du hast Antikörper, du bist immun dagegen. Kann man das auch bei Herpes oder Epstein-Barr? Ist das immer das Gleiche? Ich kann das testen lassen, ob ich Antikörper habe oder nicht. Mhm. Und was heißt eigentlich Antikörper? Heißt das, ich bin immun gegen Corona, egal ob es jetzt wieder kommt oder nur temporär? Mhm. Und was heißt IgG? Also das ist ein schönes Beispiel. Und zwar ist so, wenn man jetzt am Virus erkrankt, dann kommen die schnellen Immunglobuline M, die Mitochondrien, sagen, hey, hier ist ein Feind, wir versuchen das schnell in den Griff zu kriegen. Dann wird eine Maschinerie aktiv, Sting
Stimulation of Interferon Genes, dann kommt Interferon und dann wird es aktiv. Gleichzeitig gibt es eine Synthese von Antikörpern, Immunglobulinen. Die Immunglobuline A sind in der Schleimhaut, die brauchen wir immer. Darm, Lunge hier. Die Immunglobuline M, das sind die, die schnell kommen und die sehen wir in der akuten Infektion. Dann, wenn die akute Infektion beherrscht ist, dann sinken die und dann kommen die Immunglobuline G. Das sind die Gedächtniszellen. Nehmen wir einfach G-Gedächtnis. Und die beruhigen sich dann auch. Wenn alle normal sind, ist alles gut. Jetzt sehen wir verrückte Dinge. Man sehe Menschen, da sind die Immunglobuline M nieder und die IgG astronomisch hoch. Das bedeutet nicht, dass das Ding vorbei ist, sondern das bedeutet, der Körper ist im Genesungsprozess stecken geblieben. Die IgMs haben es nicht geschafft, das in den Griff zu kriegen. Die IgAs auch nicht, die messen wir auch. Und dann wird klar, die IgGs, wenn die dramatisch hoch sind, dann ist es ein Zeichen für ein Postinfektionssyndrom. Jetzt passiert was Spannendes. Wenn man dem Darm und dem Reparaturwerkzeugkasten helfen, mit der Immunglobuline A, dann plötzlich steigen die IgMs an und kriegen den Feind in den Griff und dann sinken die IgGs wieder ab. Das heißt, das ist bei mir gewesen. Und IgG genau. Ist sehr hoch. Genau. Das heißt, ich hatte die Infektion. Ganz genau. Dann sind Gedächtniszellen da, die Infektion war da, der Körper hat es gut beherrscht und wir sind jetzt eigentlich im vernünftigen Maß, ist der Körper ausgerüstet. Bei Covid ist jetzt so, das ist ein guter Schutz, eine natürliche Immunität. Es gibt jetzt unterschiedliche Varianten. Das bedeutet, es gibt bestimmte Oberflächen von dem Covid. Eine Oberfläche, die haben wir spannenderweise schon 1992 beforscht, die heißt DPP4. Die DPP4, die Dipeptidylpeptidase, das ist ein Rezeptor, der ist vom Zuckerstoffwechsel abhängig. Das haben wir beforscht schon bei SARS. Und vorher. Das heißt, je höher der Zuckerspiegel, umso schlechter die Immunität, umso offener die Tür für ein Coronavirus oder für ein Epstein-Barr-Virus. Mhm. Also war schon immer klar, hohe Zuckerspiegel, kurzkettige Kohlenhydrate, schwäches Immunsystem. Mhm. Und nicht nur bei SARS und MERS war die DPPV4 aktiv, bei Covid auch. Mhm. Und deshalb haben wir eigentlich ein Maul, die DPPV4, das andere Maul ist der ACE2. Das hat ein Lehrer von mir, hat das entdeckt, die ACE-Hämmer gegen den Bluthochdruck. Und da sieht man auch, je höher der Blutzuckerspiegel, umso anfälliger ist man auf das Virus, umso schwerer verläuft die Infektion, umso höher die Mortalität, umso höher das Risiko für ein Post-Covid. Direkt assoziiert mit dem Zuckerspiegel. Mhm. Jetzt gibt es Varianten in der Oberfläche. Deshalb ist man sich nicht ganz sicher, ob diese Antikörper gegen alle reichen. Auf jeden Fall ist schon mal ein guter Teilschutz. Deshalb hat man den Teilschutz auf dem Radar. Und dann muss man sozusagen noch mal eine Feinjustierung machen. Deshalb empfiehlt das Amt, dass man eigentlich eine Kontrolle macht nach 3 Monaten. Und jetzt gibt es verrückte Verläufe. Bei einigen bleibt es ganz stabil. Bei einigen sinken die aber zu schnell ab. Und bei einigen steigen sie sogar noch mal an. Und deshalb machen wir nicht nur die Antikörper gegen das Covid-19, sondern wir machen dann parallel noch die mit dem Epstein-Barr und mit dem Herpes. Deshalb können wir heute alle messen. Wir machen sogar ein Lymphozyte-Transformationstest. Wir gucken nicht nur ins Blut nach dem Antikörper, sondern wir gucken in die Zelle rein, ein ELISpot, ein LTT und dann wissen wir alles. Und dann haben wir Verläufe. So viel, wenn die IgGs ein bisschen erhöht sind, dann macht das noch nichts. Aber wenn die astronomisch erhöht sind, dann sind sie ein klarer Hinweis, dass das Immunsystem das nicht geschafft hat. Und deshalb müssen wir ihm helfen. Und im Verlauf kommen die IgMs wieder, aber immer stärken wir die Immunität von der Immunglobuline A in dem Drilling, Darm, Lunge und mukosales Immunsystem. Und die Immunität muss nicht nur übers Blut gehen, sondern über die Schleimhäute. Denn das ist die Eintrittspforte. Das Virus kommt nicht übers Blut, sondern über die Eintrittspforte. Das hat der Herr Drosten sehr schön gezeigt. Das ist eine Art der Immunität. Aber wir brauchen die Mukosale über die Nase, Rache, Auge, Mund und über die Lunge. Und dann kann ich noch die zelluläre Immunität auch noch untersuchen. Das wäre dann eine, die wir noch dazu nehmen. Die zelluläre, die zeigt uns dann, dass eben nicht nur Antikörper im Blut schwimmen, sondern bestimmte Zellen schon geprimed sind und falls das Virus kommt, sofort anspringen.
Okay, aber Erinnerungszellen ist doch auch, ich erinnere mich, dass der Virus da war, ja. Weiß ich ja, was ich zu tun habe. Genau, oder? Und die Erinnerungszellen sind dann da. Und wenn das Virus, gegen das die Antikörper da sind, wieder kommt, sind die sofort aktiv. Das ist ja wieder bei der Masernimpfung. Du hast genau. einmal Masern, da hast genau. du Erinnerungszellen, die genau. ihre Zellen wissen, genau. wie die Masern auskommt, kriege ich die Masern, zack, ja. wird sie gekillt, oder? Genau, und bei den Masern oder beim Epstein-Barr oder beim Herpesvirus ist so, die verändern sich auch, die DNA-Viren. Das Covid-19 kann sich schneller verändern. Und jetzt gibt es solche bestimmte Viren, die können die Oberfläche ein bisschen verändern. Dann erkennt es das Immunsystem noch. Aber manchmal, das, ja, die driften. Mhm. Aber wenn sie sich ausstülpen, wenn sie shiften, dann haben die plötzlich so eine andere Oberfläche und dann wirkt es nicht mehr. Das ist auch das Problem bei Influenza. Mhm. Das Virus ist jedes Jahr ein bisschen anders, deshalb hilft die Impfung einigen, aber natürlich lange nicht allen. Und manchmal reicht es eben auch nicht aus, sondern man braucht beides auch nicht. Und das ist jetzt auch die Sinnhaftigkeit, dass man alle 3 Monate so einen Test machen sollte, zum Schauen, hat man noch diese Antikörper-Erinnerungszellen auf die bestehende Virus-Situation. Die Idee ist, dass man nicht so ein Shift übersieht. Ja. Den Drift haben wir im Griff, aber dass man den Shift nicht übersieht. Mhm. Und eine Maßnahme natürlich, ich würde es mal sagen, es gibt einen großen Blumenstrauß und in dem Blumenstrauß gibt es ganz viele Flügel vom Immunsystem. Und wenn wir die gut fördern, dann helfen die Antikörper. Wenn wir die gut fördern, dann kann eine Blume auch eine Impfung sein. Aber ich brauche einen Gesamtstrauß und im Gesamtstrauß sind wir sicher unterwegs. Klar. Letztendlich aber auch mit einem gesunden Immunsystem, mit starken Abwehrkräften, die eigentlich den Virus ja schon außen vor halten müsste. Also es müsste ja, also wenn ich das richtig verstehe, ein Virus kann ja auch nur auf fruchtbarem Boden stoßen, oder? In der Regel ja. In der Regel kann man auch den Boden sozusagen pflegen. Wie gesagt, je niedriger der Zuckerspiegel, je stabiler der Organismus, je besser die Darmgesundheit, desto besser ist man geschützt. Das ist der eine Schutz. In der Situation von großer Ansteckungsrate, da ist durchaus Überlegung, dass man sagt, aha, wenn ich die Oberfläche kenne und dann sozusagen im Körper die Information gibt, dann kann er gegen eine Oberfläche, gegen das Spike-Protein Antikörper entwickeln und dann ist er ein Stück weit gewappnet. Also da gibt es ein breites Maß an Möglichkeiten, aber es gibt eben nicht nur die eine Möglichkeit, sondern man muss einfach über das breite Sortiment sprechen und man muss auch über die Möglichkeiten sprechen, was jeder tun kann. Wir hatten ein schönes Konzept mit dem Mikro, mit dem Fitnesscenter und mit dem Gesundheitsbereich, das heißt fit in die Impfung, gewappnet danach. Das heißt also, dann macht man das mit vereinter Kraft. Super, herzlichen Dank. Für diese Erläuterungen. Also werde ich in 3 Monaten mal wieder einen Test machen und schauen, wie die Situation dann wieder aussieht, um das ein bisschen zu verfolgen und zu dokumentieren. Ja. Herzlichen Dank, lieber Dankeschön. Dr. Med. Kurt Mosetta war das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einfach eine geballte Ladung an Kompetenz. Ich komme nicht aus dem Staunen raus, aber auch nicht aus dem Lehrstuhl heraus. Man kann so viel lernen bei einem Mediziner, der so viele Erfahrungen gesammelt hat in seinem Leben. In diesem Sinne nochmals danke. Vielen Dank. Und Ihnen auch. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.